Rotpolster, Rot-Weiß, den RWE-Podcast gib it auf Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Mahlzeit, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und ich begrüße nicht nur meinen Lieblingskollegen, den Timo, sondern vor allen Dingen auch den Saui, alias David Sauerland, der heute hier als Spieler von Rot-Weiß Essen zu Gast ist. Saui, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall, ich bin gespannt. Kann ich mir vorstellen, ja. Haben wir ja schon lange drüber gesprochen, ne? Und schon lange vorgehabt und jetzt hat es endlich geklappt. Ganz, ganz endlich wichtig. Endlich geklappt. Du sagst genau. Es. Und ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil du bist unser Gast und wie immer gehört unserem Gast natürlich hier das erste große Wort. Und eigentlich ist die erste Frage immer, wie bist du zum RWE gekommen? Das kannst du auch erzählen, aber du hast gerade schon angedeutet, heute war ein sehr besonderer Tag für dich. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was heute los war. Ja, für mich schon sehr besonders. Ich bin das erste Mal jetzt heute bei der Mannschaft wieder gewesen, nach der Verletzung. Habe noch nicht alle Umfänge mitmachen können, aber ich bin guter Dinge, dass die nächsten Wochen ich noch ein bisschen Zeit bekomme und dann auch wieder voll angreifen kann, hoffentlich. Das klingt schon mal sehr positiv. Also drückt man dir natürlich die Daumen, dass jetzt die Leidenszeit endlich auch vorbei ist. Ich glaube, du hast dich in einem recht unnötigen Testspiel vor der Saison verletzt gegen Bottrop, wenn ich mich nicht vertue, oder? Ja, da streiten sich ja immer die Gemüter, ne? Ob das, so ein Test dann unnötig ist oder... Ja. Es hätte ja auch im Training passieren können, also oder im Punktspiel, man kann es ja immer schlecht sagen. Es ist passiert, so ist es, aber das ist auch Vergangenheit jetzt und jetzt geht der Blick nur nach vorne. Jetzt geht's bergauf, so kenne ich dich, Junge. Ja, natürlich trotzdem die erste Frage, wie bist du zum RWE gekommen? Das fragen wir immer unsere Gäste, egal ob Fan, ob Spieler, ob was auch immer unser Gast so macht. Vielleicht kannst du deine Geschichte mal erzählen, wie das bei dir so alles passiert ist. Ich bin aus Braunschweig gekommen und dann wurde mir halt mitgeteilt, dass die Planung jetzt nicht mehr so mit mir ist für die kommende Saison. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell auch. Dann kam Jörn Nowak halt auf mich zu und das Projekt Rot-Weiß Essen, das kennt ja eigentlich jeder. Und ich war eigentlich sofort überzeugt, muss ich sagen. Und war voller Tatendrang, dann da anzugreifen. Aber ist ja schon erstmal ein Schritt, wenn du so, ich meine, mit Braunschweig habt ihr, glaube ich, dritte Liga gespielt, Klassenerhalt geschafft, ne, in dem Jahr. Und dann sozusagen, ja gut, ich gehe in die Regionalliga, ist dir das schwer gefallen oder war das für dich kein Problem? Ja, am Anfang schon, vielleicht ein bisschen, hatte man das schon im Hinterkopf. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt ein Riesenverein hier. Und auch unabhängig von der Liga ist es, glaube ich, immer was Besonderes, dann auch hier spielen zu dürfen. Ob es jetzt Regionalliga ist oder dritte Liga, das war für mich jetzt nicht entscheidend. Und ich frage mich gerade, Timo, habt ihr schon mal gegeneinander gespielt bestimmt, oder? Ja, erstmal Marlon, danke, dass du mich auch vorgestellt hast. Hab ich. Ja, aber hallo, liebe Freunde, ich bin auch noch da, sozusagen. Der Timo, der Timo hält sich immer erstmal zurück in unseren Gesprächen und kommt plötzlich. Ja, ich merke schon. Der Redeanteil ist gerade noch einseitig. Das ist so wie im Club, weißt du, erst immer beobachten und dann zustechen. Ja, schön gesagt. Schön gesagt. Nein. Ja doch, wir haben öfters mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, da hat der Saui noch für die Amateure von Borussia Dortmund gespielt. Und ich meine mich zu erinnern, da hast du auch weiter vorne gespielt, oder? Genau. Ja, ich habe eigentlich meine komplette Ausbildung dann auch in Dortmund immer im Zentrum gespielt. Auf der 6, 8, auch mal auf der 10. Und irgendwann kam dann einer auf die glorreiche Idee, den mal rechts hinten zu stellen. Was ist da so eine Pischek-Nummer, ne? Genau, ja. Ja, ich glaube, der hat noch ein bisschen weiter vorne gespielt. So weit vorne war ich dann nicht, aber irgendwann, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile auch schon 3 Jahre her. Ja, seitdem spiele ich jetzt auf der Rechtsverteidigerposition. Aber fühlst du dich da wohl, oder? Auf jeden Fall. Also, ich spiele beides gerne. Aber ich habe das im Zentrum auch schon lange nicht mehr gespielt. Also jetzt leider. Die letzten Jahre waren eher immer Rechtsverteidiger. Aber eigentlich mache ich da keinen großen Unterschied. Da, wo ich gebraucht werde, alles gut.
ein Vorzeigespieler quasi. Den Spruch hört man gern. Nein, aber du hast es gerade schon angeschnitten, Ausbildung bei Borussia Dortmund. Wir haben ja im Vorfeld dich schon so ein bisschen angekündigt in unseren Stories. Hast du ja wahrscheinlich gesehen und auch ein schönes Bild rausgesucht, wo du unter anderem mit Kloppo auch zu sehen bist. Da wollen wir natürlich auch heute noch drüber sprechen, weil das natürlich viele interessieren wird, wie das so war. Wenn wir mal vorne anfangen, ich kann mich tatsächlich erinnern, als weit bevor wir beide uns kannten, ich lasse die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, jetzt einfach mal weg. Warum, Marlon? War in einem schönen Urlaub auf einer spanischen Insel, die relativ gut besucht ist im Sommer meist. Okay. Ja, war sehr schön. Und wie dem auch sei, ich habe weit davor, kann ich mich an einen Artikel erinnern, weil das wirst du auch noch wissen, Bild-Zeitung, ist das der neue Mario Götze? Das ist tatsächlich so, du grinst jetzt auch, das erste Mal, dass ich dich so richtig, ich bin ja auch privat, wie man weiß, schlägt mein Herz ja auch für den BVB. Wusste ich gar nicht jetzt. Ist das so? Ich seh immer nur bei Facebook die Kommentare über jeglichen BVB-Post von Marlon Ilbacher. Da muss ich erst mal 3 Tage frei nehmen, um die alle zu lesen. Ja, wirklich, ne? Scheiße, ey. Aber da kann man auch einfach nicht stillbleiben beim Fußball. Da musst du reingrätschen, ne? Also gerade die letzten Tage waren leider sehr wild, muss man sagen. Aber anderes Thema. Die Bild hat das damals so getitelt und du warst ja auch noch ein recht junger Spieler und wusstest ja, glaube ich, auch noch gar nicht so recht, was auf dich zukommen wird, so in den nächsten Jahren, sage ich mal. War das krass damals? Hast du das wahrgenommen? Und wenn ja, was hat das mit dir gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist halt ein schwieriges Alter. Ich glaube, das war in der U17, Ende U17 zur deutschen Meisterschaft. Da sind wir, glaube ich, deutscher Meister geworden. Oder wir sind deutscher Meister geworden. Und ich glaube, ich habe im Finale halt die 2 Tore gemacht und danach ist der Artikel erschienen. Ja, dann natürlich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das hat nichts mit mir gemacht. Auf jeden Fall. Also das, aber ob es mir jetzt im Nachhinein geholfen hat, glaube ich eher weniger. Ja. Aber selbstverständlich, ja. Das ist schon, das hat mich definitiv beschäftigt. Ich meine, es ist ja irgendwie eigentlich eine Ehre, wenn man mit so einem Spieler wie Mario Götze verglichen wird. Gerade zu der Zeit war Mario Götze ja würde ich sagen, einer der absolut bekanntesten, wenn nicht mit besten Spieler, die es auf diesem Planeten gab. Und da kommt so ein David Sauerland um die Ecke und dann sagen alle, hey, es ist der neue Mario Götze. Ne? Also das ist schon ja, für das junge Spieler wahrscheinlich. Ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, man sollte einfach die Jungs in dem Alter auch irgendwo in Ruhe lassen. Und ja, also das war U17 Meisterschaft, ne? Also ich bin noch lange nicht Mario Götze gewesen. Also der war zu dem Zeitpunkt war der Weltmeister. Oder er hat das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen. Also ja, also klar nimmt man das wahr, aber viel, viel bedeutet hat es mir jetzt nicht. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, ich habe hier sowas, das ist so eine Heat zum Rauchen, also ich hoffe, es stört keinen hier, aber es ist ja ein Fußballplatz. Kein Problem. Und im Fußballstadion raucht und trinkt man ja als Fan auch und ihr seid ja die Spieler und ich bin der Fan, deswegen. Ey, zum Glück werde ich hier nicht eingeblendet, weil ich schüttel mit dem Kopf, ne? Wenn du einen Batuffin Stängel da hast, in Gold. Ist der Gold? Der ist tatsächlich, ja, den habe ich mir aber geliehen, der gehört ja, eigentlich meiner. Ja, ich leih mir auch ich leih mir auch immer Frauenklamotten. Aber Timo, du machst doch gerade Video-Recording hier. Ich glaube, man sieht uns schon, ne? Ja, aber irgendwie werde ich hier nicht eingeblendet. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist ja relativ scheiße. Aber ich kann auch hier, ich kann hier so eine andere Ansicht machen. Oh, guck mal. Jetzt machen wir mal zu dritt. Perfekt. Ja, und Zoe, um aufs Thema zurückzukommen, das ist auch gerade gesagt. Ne? Es gibt ja viele junge Spieler auch heutzutage. Ne? Da wird immer wieder dann irgendwie der Vergleich gezogen. Das ist der neue Messi, das ist der neue Ronaldo. Ich glaube, wir wissen alle, ja, dass das den Jungs nicht unbedingt immer gut tut. Ob es jetzt bei dir daran lag, dass du jetzt aktuell nicht Bundesliga spielst, wage ich jetzt trotzdem zu bezweifeln. Du hattest ja auch viel Pech, muss man sagen. Daran liegt. Das war auch schon. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Und trotzdem, um auf die Zeit nochmal so ein bisschen einzugehen. Du hast ja schon gesagt, du hast deine ganze Jugend eigentlich komplett fast beim BVB verbracht. Hast viel erlebt, bist deutscher Meister bei den Junioren geworden, wahrscheinlich auch mit einigen Spielern zusammengespielt, die man heute auch noch kennt. Ne? Also ich glaube, der eine oder andere wird sich dafür interessieren. Wen gab es denn da so? Mit wem hast du denn so? Da gab es so einige. Christian Pulisic zum Beispiel. Ich spiele jetzt mittlerweile in London. Nicht mit dem habe ich in der A-Jugend zum Beispiel gespielt. Felix Pazdag, Jenis Bojanic. Jo. Zum Beispiel die Jani Serra. Ja, gerade bei Kiel. Wechselt jetzt nach Bielefeld, ja. Stark, ja. Ja, da gibt es so einige. Alles so Jungs, ja genau. Zusammengespielt haben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und wenn man dann
sich die Bilder nochmal so anschaut, wie wir jetzt auch in der Story hatten, dann irgendwann alt genug gewesen, um auch mal mit den Großen mitzutrainieren. Und dann steht man da plötzlich und hat Trainer wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel vor sich, die jetzt heute, ja, die müssen wir, glaube ich, keinem mehr vorstellen, zu den besten Trainern der Welt gehören. Schweif doch mal so ein bisschen in Erinnerung. So damals, du bist da hochgekommen und ich glaube, jeder Junge träumt irgendwie davon, mal unter Jürgen Klopp zu trainieren. Und ich glaube, das kann dir keiner mehr nehmen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen erzählen. Wie war er? Wie war das? Ich glaube, jetzt sagen, ich habe einige Male mittrainiert, aber so ein fester Bestandteil der Profimannschaft war ich ja nie. Ja. Also was ich nur so wahrgenommen habe, als ich dann oben war, ist halt ein Trainer, für den man sofort brennt. Es ist irgendwie, ja, es war echt, er hat so eine gewisse Aura einfach gehabt, wo man das Gefühl hatte, okay, für den würde ich durch den Krieg ziehen. Das ist echt einzigartig, glaube ich. Und er hat mir auch immer so das Gefühl gegeben, wenn ich da war, dass ich ein Teil vom Ganzen bin, auch als Jugendspieler irgendwie dazugehöre. Und ja, im Training dann mit den ganzen Bundesligaspielern, das war schon. Ich muss auch sagen, ich hatte ordentlich Köttel in der Hose. Aber wer war für dich so der Beste, beziehungsweise wo du sagst, ey, hör mal, der krasser Spieler? Dabei gab es unfassbar viele. Also zum Beispiel, ich kann mich an Trainingsspiele erinnern, wo dann zum Beispiel Aubameyang vorne gespielt hat. Den hast du halt ein komplettes Spiel nicht gesehen und am Ende hat er 3 Tore geschossen. Ne? Also das so einige, Marco Reus zum Beispiel. Allein, ich bin ja auch Fußballfan und verfolge das seit meiner Kindheit und dann steht man da plötzlich mit ihm zusammen irgendwie auf dem Trainingsplatz. Ja, das war schon einzigartig, muss ich echt sagen. Und Erfahrungen, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die sammeln durfte. Wie fandest du, war zu deiner Zeit Kagawa wieder, ist er zurückgekommen, war der da? Oder kennst du den ganzen? Ja. Weil wir haben ja unsere glorreiche Spiel, ich glaube vor 3 Jahren war das. Ich weiß nicht, ob du da mitgespielt hast oder bei mir. Ich glaube, da hat Kagawa, der wurde gerade geweckt und hat mal kurz 4 Vorlagen verteilt und dann war es das auch. Da habe ich auch nur gedacht, ey, der ist so krank. Ja, das war, ich glaube, ich habe sogar das erste Training mitgemacht, als er dann aus Manchester zurückkam. Und ich kann mich nur erinnern, da haben wir, glaube ich, ein kleines 4-gegen-4 Turnier gemacht und der hat einfach die Bälle links und rechts, egal welcher Fuß, also er hat einfach mit beiden Füßen geschossen. Das war unfassbar. Ich habe es sowieso nie gesehen. Also keinen Unterschied einfach gemacht zwischen schwachen und starken Fuß. Das ist geil. Ja, das kannst du mir vorstellen. Also wenn du da auf solche Jungs triffst, ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Ne? Vor allen Dingen, wenn du als junger Spieler gerade hochkommst. Ja. Noch eine Frage zum BVB, dann gehen wir gleich weiter. Wenn du Klopp und Tuchel so vergleichen müsstest, kann man wahrscheinlich gar nicht, aber Tuchel hast du ja auch mal kennengelernt, ne? Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz so ein bisschen was erzählen, also völlig unterschiedliche Typen. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, also wie gesagt, kann man gar nicht vergleichen. Jürgen Klopp war eher, ich glaube, der hat, ja, es war einfach anders, weil so auf dem Platz und er hat halt, glaube ich, auch viel von außen dann Input gegeben und viel gepusht und dies. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel dann eher der Taktiker dagegen war, der das Spiel halt unfassbar lesen konnte auch. Ne? Also beide unfassbare Qualitäten, muss man so sagen. Aber halt, wie gesagt, einfach nicht zu vergleichen. Wahnsinn, ja, es sind Sachen, hätte ich auch gerne erlebt. Ich war leider ein bisschen weiter weg, aber auf der Playsy hat es ganz gut funktioniert. Dementsprechend, ja, krass, das mal so zu hören. Und ja, dann ging es beim BVB irgendwann nicht weiter. Du musstest dann auch gehen und hast dann deinen Weg gefunden zu Braunschweig dann auch. Wie kam das? Also, und wie war das auch für dich, wenn man so sein ganzes Leben eigentlich erstmal bei diesem einen Verein gespielt hat und dann muss man da weggehen? War das schwierig oder ist dir das leicht gefallen? Nee, ich habe auch für mich den Schritt dann irgendwie bewusst auch gewählt, weil ich dann irgendwie die Möglichkeit hatte, auch höher zu spielen. Und ja, also klar, ich habe viele Jahre in Dortmund verbracht, die auch unfassbar schön waren, aber irgendwann ist es dann halt auch. Wir das haben eine Überraschung für dich. Wir haben eine kleine Überraschung, die kommt gerade. Wenn das jetzt alles klappt. Ja, jetzt muss man ihn. Ja. Ja, da hört man ihn auch. Ja, geil. Herzlich willkommen. Ja, hallo in die Runde. Sorry, grüß dich. Na, mein Lieber. Schön dich zu sehen. Video-Referee mittlerweile erledigt? Dazu kann ich mich aktuell nicht äußern, weil ich Angst habe, sonst gesperrt zu werden.
Okay, dann lassen wir das weg. Also für die, die uns jetzt nicht sehen bei YouTube, sondern die das jetzt auf Spotify hören, Henrik Bonnmann ist gerade reingekommen. Henrik, schön, dass du da bist. Oh, sieht man das nachher mit Video, weil ich habe hier so einen virtuellen Hintergrund, den muss ich mal dann schnell ändern. das sieht man auf jeden Fall, aber ich finde den auch gut, ja. Aber den du da hattest, der war auch schön. Der war auch schön. Jetzt bin ich weg. Genau, also Henrik Bonnmann. Jetzt sehen wir dich gar nicht mehr. Jetzt sind wir dich gar nicht Warte mehr. Warte mal. Ja, die Technik. Das ist nicht schlimm, wir haben Zeit. Oder nie so deins, ne? Nein, das ist alt nicht. Kann man ja alles schneiden zur Not. Das ist kein Problem, Henrik. Lass das also, ihr seht mich jetzt nicht, ne? Nee. Doch, warte. Zum Glück, Video zum starten. Jetzt sehen wir dich. RWE-Trikot an, perfekt für die Folge. Sehr sympathisch. Und genau, ja, schön, dass du da bist. Wir wollten dem Saui nämlich hier eine kleine Überraschung heute bieten. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass du heute auch dazu kommst. Ich freue mich. Ich glaube auch. Okay, ich dachte, es wäre ihm unangenehm, aber okay. Nee. Ein bisschen auch. Ja, der hofft, dass nichts Schlimmes kommt. Nee, aber Henne, wo du gerade reingekommen bist, wo wir gerade mit Saui jetzt so schön Borussia Dortmund abgeschlossen haben, wir wollten gerade zu Braunschweig rübergehen, ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sind denn so deine Erfahrungen und deine Erlebnisse mit dem Saui? Wie hast du ihn kennengelernt? Was ist er für ein Typ? Hol mal ein bisschen aus. Ja, grundsätzlich schlecht. Wo fange ich an? Also irgendwie an die fußballerische Zeit, die wir zusammen hatten, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Also, da blieben irgendwie andere Sachen in Erinnerung. Und da ich hier jeden Podcast höre, würde ich sagen, passt der auch perfekt in die Runde rein, weil es eigentlich immer nur ums Trinken und Feiern geht. Ja. Sauer habe ich kennengelernt als großes Top-Talent beim BVB. Der nächste Mario Götze, ne? Genau, da hatte ja selbst ich Respekt vor ihm, obwohl. Hört ihr ihn noch? Ich höre ihn nicht. Nee. Lass ihn weiterreden, ist nicht schlimm. Scheiße. Jetzt hören wir dich wieder. Beim Fluchen. Warum hört ihr mich denn jetzt nicht? In Würzburg ist das ein bisschen anders mit dem Internet. Ja, die haben ja auch da immer diese VR-Probleme. Und geht jetzt auch aufs Internet. Jetzt hört ihr mich wieder, oder? War ja. Super, erzähl. Ja. Habe ich lange weitergeredet, ohne dass ihr mich gehört habt? Nein. Nee. Wir haben nicht nur Fluchen hören. Genau. Der kam dann zu uns hoch, der junge Bursche. Und ich glaube, das sieht man auch heute noch, dass er ein edler, feiner Techniker ist und wirklich sehr viel Potenzial besitzt, also auch auf dem Platz. Und war von Anfang an sympathisch, auch im jungen Alter. Und bevor die Geschichte jetzt auch zu lange wird, hatten wir eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen, auch sehr erfolgreiche Zeit bei der zweiten Mannschaft beim BVB. Und hatten legendäre Abende oder einen legendären Abschlussabend in der letzten BVB-Saison, zumindest meine letzte Saison. Ich weiß gar nicht, ob du noch da geblieben bist. Nee, ich habe, glaube ich, noch 2 Jahre danach, oder? Ich glaube, du bist abgehauen und dann war ich noch 2 Jahre sogar da. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hatten wir dann nach unserem Derby-Sieg gegen Schalke 2, die dann deswegen abgestiegen sind, einen Mannschaftsabend in Essen. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle. War das der Abend, wo du mich auch noch dazu geholt hast, wo wir feiern waren alle? Nee, das war, da waren wir im Essenz, im glorreichen Essenz in Essen. Ja, genau, da war ich, zweimal. Auch. Okay. Ja, der Maler hat doch noch bei Reviersport gearbeitet, der hat die Fotos gemacht. Ja, unser letzter Abend zusammen und da habe ich den Saui dann doch echt, nachdem wir schon ein paar Jahre zusammen gespielt haben, habe ich den dann erstmal richtig kennengelernt nochmal. Also da muss ich schon mal ganz klar sagen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Abend. Natürlich auch mit ein bisschen Alkohol, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und ist gut. Es war dann am Ende halt so, dass wir dann noch zu dritt waren. Ich glaube, der Herbert Bockhorn, Saui und ich. Und irgendwie um 17:30 dann die Türsteher kamen und sagten, ihr könnt jetzt nicht mal gehen, wir wollen jetzt mal hier den Laden zumachen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich nicht so lange eigentlich unterwegs bin. Und das war übrigens der erste Tag, an dem ich in Essen war. Da habe ich schön bei dir übernachtet. Richtig, da kommt ja noch viel mehr. Irgendwann waren wir nur noch zu zweit. Herbert Bockhorn, das kann ich ja erzählen, der hört das sicher nicht hier. Der wurde dann von seiner Freundin irgendwann abgeholt. Die stand dann mit 17:30 im Club.
Dann hat ihn abgeholt. Ja, weil er nicht mehr geantwortet hat oder so. Oh. Ja, richtig Ärger bekommen auf jeden Fall. Ich glaube, am nächsten Tag kam er mit dem kaputten Handy zum Training, weil das durch die Wohnung fliegt. Scheiße. Ja, und waren Sauer und ich noch zu zweit. Waren dann nach draußen gegangen, haben uns gewundert, oh, es ist schon hell. Ich hatte dann der halben Mannschaft einen Schlafplatz bei mir angeboten in Essen, weil ich dachte, irgendwie jetzt ist es auch schwierig, nach Dortmund oder sonst wo zu kommen später. Aber irgendwie sind doch viele nach Dortmund dann weitergereist und andere sind anscheinend irgendwo auch anders untergekommen, die wir dann am nächsten Tag eingesammelt haben. Und der Zimbo, Christoph Zimmermann, der mittlerweile bei Norwich City erfolgreich spielt, der auch kein Firebeast ist, der musste schon ein bisschen früher nach Hause gehen, weil dem ging es nicht mehr so gut. Und dann sind Sauri und ich im Taxi nach Hause gefahren. Sauri wollte noch frühstücken gehen, aber das war mir dann zu wild, weil am nächsten Tag hatten wir dann nochmal so ein Abschlusstraining. Und sind dann ja bei mir zu Hause angekommen. Dann waren wir im Prinzip fast vor der Haustür, ich glaube mit mehreren Toiletten im Haus. Dann aber musste doch irgendwie ein Blumenbeet noch gegossen werden anscheinend vor der Tür. Da kann ich mich leicht dran erinnern. Und dann sind wir runtergegangen, haben das halbe Haus abgesucht und irgendwann waren wir unten im dritten Zimmer und dann habe ich gedacht, Saui, wo ist denn der Zimpo? Der wollte doch schon nach Hause gehen. Da sagt der Saui. Der Saui, man muss dazu wissen, der hat akribisch mit mir alle Räume abgesucht, ganz akribisch. Wir haben wirklich alles durchsucht. Dann habe ich ihn dann, ich wusste aber nicht, also ich weiß nicht, was er gesucht hat. Ich habe einen Zimpo gesucht, das habe ich eigentlich auch erwähnt. Dann waren wir im dritten Zimmer und sagt, der ist ja nicht, der ist ja doch nicht hier nach Hause gefahren. Und dann sagt er, wir suchen den Zimboy. Ja, der liegt oben auf der Couch. Das heißt, wir haben da gefühlt 5 Minuten gesucht, bis er dann mir endlich mal gesagt hat, dass der, den wir suchen, oben auf der Couch liegt. Ja, und es gipfelte dann, dass wir dann den Zimboy mit runtergenommen haben und wir hatten, glaube ich, 3 Schlafzimmer zur Verfügung, haben uns dann aber dazu entschieden, in meinem Bett, in meinem Zimmer dann doch zu dritt zu schlafen. Nebeneinander. Um dann nach 2 Stunden, glaube ich, wieder aufzustehen und nach Dortmund zu fahren. Und ja, war, wie gesagt, nicht alle Details dabei, aber das soll reichen. Und sorry, ist also sehr emotionaler Mensch, auch wenn wir getrunken haben. Wir haben uns auch am Ballermann mal getroffen, er mit Braunschweig, ich mit 60. Und ja, da hat er auch so eine eigene Art, seine Freude oder seine Freundschaft zu zeigen. Die ist mir manchmal ein bisschen unangenehm vor den ganzen Leuten, aber die erwähne ich jetzt hier nicht. Aber also. Sorry, ist ein super Fußballer, aber man kann auch richtig Spaß haben. Kann auch alle Spaß haben. Ja. Davon bitte auch, das kann ich nur zurückgeben, ne? Super Fußballer. Ja, danke. Und ein Firebeast. Ja, absolut. Das können wir alle bestätigen. Wenn er will, dann geht's richtig rund. Ja, Henne, bevor du hier gleich wieder die Biege machst, wollen wir dich natürlich auch nochmal eben mit ins Gespräch nehmen, weil du hast ein RWE-Trikot an. Ich glaube, das wird sehr vielen, die jetzt sich das hier anschauen oder anhören, sehr sympathisch sein. Und einige haben dich, glaube ich, auch nicht vergessen. Was mich mal interessieren würde, wann warst du eigentlich das letzte Mal in der Hafenstraße? Das weiß selbst ich nicht. Das ist lange her, oder? Boah, das ist wirklich lange her. Also ich weiß, dass ich nach meinem Wechsel zu Dortmund gefühlt jedes dritte Wochenende an der Hafenstraße noch war. Ja, aber ich glaube, seit ich zu 60 gegangen bin nach München, war ich gar nicht mehr in Essen, weil wenn ich in Essen war, fiel kein Heimspiel drauf oder damals hatte ich noch eine Freundin, eine Fernbeziehung in Dortmund und das war dann auch schwer zu verkaufen, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt schon lieber an die Hafenstraße gehen, anstatt mit dir was zu machen, wenn wir uns jetzt hier 3 Tage im Monat sehen. auch wenn der Wunsch ehrlich gesagt da war. Also ich wäre schon lieber in Stadion gegangen. Das darf ich. Wir sind nicht mehr zusammen, deswegen darf ich das auch sagen. Aber es ist echt, echt lange her. Also ich war mal an der Hafenstraße, da war aber kein Spiel. Ja. Ich bin mir sicher, die Anna wusste das auch damals, dass du lieber ins Stadion gegangen wärst. Das wusste sie definitiv, aber ich konnte, also, ja, schwieriges Thema. Alles gut. Echt, echt lange her. Und ich muss sagen, jetzt mit der auf der Erfolgswelle gerade wäre ich schon gern mal wieder in einem vollen Stadion, weil ich glaube, das wäre auf jeden Fall fünfstellig und laut. Kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, du und auch Timo und auch Zoe ja sogar, hat es ja auch noch erlebt, wie es voll ist, können ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man in so einem vollen Stadion an der Hafenstraße Fußball spielen darf. Henne, vielleicht noch kurz,
wie du gerade gesagt hast, die Mannschaft spielt sehr erfolgreich Fußball. Saui, der ja eigentlich ein Teil davon ist, war jetzt lange raus, lange verletzt. Wie siehst du die Saison so? Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Kann RWE das packen, aufzusteigen endlich? Und was glaubst du, spielt der Saui ja auch nochmal eine Rolle? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt, wann dann? Also RWE muss jetzt aufsteigen, das ist ganz klar, wenn man so gut in der Saison ist. Normalerweise werden sie auch, glaube ich, deutlicher Tabellenführer. Und Dortmund 2 macht auch einen brutalen Job. Die sind richtig gut dieses Jahr. Also ich habe jetzt, leider sieht man ja nicht ganz so viel, durch Soccer sieht man jetzt mehr Spiele, aber natürlich habe ich die DFB-Pokalspiele auch gesehen und wie gesagt, man muss schauen, was Dortmund 2 noch macht, aber eigentlich ist in meinen Augen Rot-Weiß Essen dieses Jahr nicht zu schlagen. Die sind vom Torwart bis zum Stürmer so gut aufgestellt, machen einen richtig guten Job. Ich kenne ja da auch einige Jungs, vor allem auch den Fitnesstrainer Svenny oder den Physio, den Alex Doll, meine Kumpels und man muss aufpassen und man sollte auch bescheiden bleiben. Das hat man ja gemerkt in den letzten Jahren. Man sollte sich wirklich aufs nächste Spiel konzentrieren, auch wenn es sich echt scheiße anhört und ich das selber nicht gerne sage. Aber dann bin ich mir sicher, dass sie es schaffen. Und wenn der Saui wieder richtig fit ist, dann wird er, glaube ich, in dieser Mannschaft immer eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Auf dem Platz, neben dem Platz natürlich auch, aber auf dem Platz, weil er hat brutale Qualität und ist richtig gut. Und wenn er ein bisschen wieder drin ist, dann glaube ich, wird er auch viele, viele Einsatzzeiten bekommen und die Zukunft gehört ihm. Das ist ein sehr, sehr romantischer Abschluss, Henrik. Danke. Ah, wirklich, ne? Ja, wir hatten auch eine romantische Zeit, also ist schon viel hängen gewesen. Da hast du recht. So, und bevor wir den Henrik jetzt verabschieden, noch zum Abschluss. Henne, du spielst am Wochenende gegen Timo Brauers alten Verein und wir hoffen natürlich alle, dass der Videobeweis auf der richtigen Seite sein wird. Oh. Ja, natürlich. Ja, ich habe festgestellt, wir spielen ohne Videobeweis. Und dann lassen wir jetzt so stehen. Genau, da muss man gar nicht mehr zu sagen. Wünscht man dir natürlich auf jeden Fall viel Glück bei. Wir werden natürlich alle ein Auge darauf werfen. Danke. Bin ich mir ziemlich sicher. Schön, dich kurz gesehen zu haben. Wir sehen uns ja öfter mal hier über so Videos, aber heute war es besonders toll, muss ich sagen. Also, ja, danke, vielen Dank, Henrik. Weiter so. Vielen Dank, Henrik. Ich bin begeistert und ich habe schon gesehen, bei dem nächsten Quiz möchte ich auf jeden Fall dabei sein, weil das war der Hammer. Und jetzt den Fokus auf Saui und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke, dass ich danke, viel hatte. Erfolg, ciao. Ciao, mein Lieber. Ciao, mach's gut. So, gucken, ob er es auskriegt. Ist er technisch nicht so begabt, doch ist er. Also wir bitten, die Ausfälle zu entschuldigen. Das liegt an Würzburg und nicht an uns oder an Henrik. Das war die Stadt Würzburg, war das wahrscheinlich schuld mit ihrem schlechten Internet. Da hast du gestaut, ne? Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ey. Ich habe nur gesehen, auf einmal lockt sich da wer ein. Ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Aber dann... Stand schon HB39. Naja, da wusste ich schon Bescheid. Wir haben erstmal mit Jürgen Klopp gesprochen, aber der hat ja heute Champions League, deswegen konnte er nicht kommen, weißt du? Ja, sonst wäre der gekommen. wär auch okay gewesen, muss ich sagen. Ja, geil. Saui, gehen wir nochmal zum Thema zurück. Also wir hatten ja gerade über Braunschweig gesprochen und deine Zeit. Du hast es ja schon vorhin erklärt, wie du da hingekommen bist und ja auch, dass du dann in Braunschweig leider keine Zukunft mehr hattest und deswegen dann ja mit RWE dann in Kontakt gekommen bist. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen mehr noch, auch für die Fans natürlich, über Rot-Weiß Essen sprechen. Das Erste, was ich von dir, unabhängig vom Spielerischen, aber auch wieder neben dem Platz wahrgenommen habe. Das war ganz lustig. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Es war irgendein Spiel. Ich glaube, das ging nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr kurz vor Schluss noch ein Unentschieden reinbekommen habt oder ob ihr es sogar verloren habt. Da war ich mit meinen Jungs im Stadion. Du hast auch gespielt, Rechtsverteidiger. Und nach dem Spiel hatte ich einen Fan total krass angepöbelt. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und dich hat es, glaube ich, echt wütend gemacht. Und du bist dann sogar auf die Tribüne gestiegen und hast mit ihm verbal natürlich nur dir so ein kleines Wortgefecht geliefert. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Ich weiß, es war irgendwann letzte Saison. Ja, so vage habe ich schon noch im Kopf. Ich kann mich schon noch dran erinnern, ja. Weil er, glaube ich, ich stand direkt neben ihm und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, ey, was ist mit ihm? Er ist ja, hat halt echt assi gepöbelt, muss man sagen. Und auch irgendwie so, ja, ihr spielt alle nur für die Kohle und verpisst euch und keine Ahnung. Ich kann es ja sagen, ne, was ich da gehört habe.
Und da haben sich viele aufgeregt und du hattest, glaube ich, die Cojones, wie man so schön sagt, mal auf die Tribüne zu gehen und ihn mal zu fragen, ob er es ernst meint. Und dann musste man ihn da richtig wegreißen, das kann ich mich dran erinnern. Und da hast du um dich rum, glaube ich, gar nichts mehr wahrgenommen. Ich habe zweimal noch Saui gerufen, du hast gar nicht mehr gecheckt, du warst so angepisst, glaube ich. Aber ist so in so einem Spiel, ja. Ich bin ja auch mit Herzblut dabei und dann Es ist schon hart, irgendwie, man ist ja auch selbst dann irgendwie unzufrieden dann mit dem Ergebnis. Ich kann ja die Gefühlslage danach auch verstehen. Trotzdem, musste meine Emotion auch irgendwo raus. Ich wollte gerade sagen, Timo kennt das ja in Essen, glaube ich, auch ganz gut. Da ist ja nicht immer alles friedlich, ne, Timo? Wie gesagt, ich kann da dem Saui nur zustimmen. Wie gesagt, wenn man im Spiel ist und dann gerade vielleicht in der letzten Minute ein Gegentor bekommt, ob man dann verliert oder unentschieden spielt, kann man natürlich die Fans verstehen, aber trotzdem sollte man immer so ein bisschen Respekt zollen, weil es ja nicht mit Absicht gemacht wird. Von daher ist es halt immer ein schwieriges Unterfangen, welche Position jetzt die richtige ist. Aber man sollte immer sich immer mit Respekt begegnen, von daher... Nein, mir kann ja auch jemand sagen, das ist ja auch kein Problem. Ich kann ja auch ordentlich was einstecken. Aber ich weiß nicht, ich war halt auch so im Spiel und so drin. Ich bin ja, wie gesagt, mit Herzblut dann dabei und dann kommt das mal raus ab und zu. Klar, ist ja auch völlig normal. Ich wollte das auch gar nicht in einem schlechten Licht stehen lassen, sondern eher sogar in einem positiven, weil ich es gut fand. Ja, lieber so als anders. Genau. Ne? Genau, weil du siehst auch, die Spieler ärgern sich auch. Ne? Also jetzt nicht so, der Saui ist jetzt nicht vom Platz gegangen und hat sich gedacht, hoch, 1-1, ja, scheiß drauf. Sondern man hat ja wirklich gesehen, den hat das richtig angekotzt. Ne? Und das fand ich aus Fansicht, sage ich mal, fand ich das total geil, dass ein Spieler einfach mal sagt, du willst reden? Ja, komm, wir reden. Was hast du für ein Problem? Was ist los? Ja. Und das ist die Mentalität, die schon letztes Jahr, finde ich, in dieser Mannschaft, ist mein Eindruck, drin war und die dieses Jahr noch viel mehr da drin ist, dass die Leute wirklich sich den Arsch aufreißen, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Und ich glaube, das macht euch auch ein Stück weit aus, auch vor allen Dingen dieses Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, das Mannschaftsgefühl gepasst und dann kommen diese Sachen von allein. Ich glaube, jeder reißt sich für den anderen den Arsch gerade auf und das sieht man ja auch an den Ergebnissen dann. Also es läuft ja gut, wenn man dann so sieht, seit einem Jahr jetzt kein Pflichtspiel mehr irgendwie verloren. Die Zahlen sprechen ja dann für sich. Obwohl du Bayer Leverkusen zu Hause hattest, zum Beispiel, ja, oder Fortuna Düsseldorf. Oder das war ja auch kein Thema im Endeffekt. Ja, ja. Laufkundschaft. aber ihr wurdet ja so schön als freilos betitelt. Deswegen ja, war das ja eigentlich schon ganz schön, wenn man dann Bayer Leverkusen rauswirft. Warst du da? Warst du auf der Tribüne oder musstest du zu Hause gucken? Ja, selbstverständlich, klar. Ich hatte schon die Möglichkeit auch zu gucken, ja. Sind noch gar nicht so richtig auf die Saison eingegangen, klar, haben schon gesagt, sehr erfolgreich und alles läuft so wie am Schnürchen. Jetzt hast du ja, dadurch, dass du leider auch verletzt warst, klar, schon irgendwie einen internen Blick, aber ja auch irgendwie noch einen externen Blick, ne? Du hast ja von außen auch viel gesehen. Wie bewertest du die Saison und warum glaubst du, seid ihr dieses Jahr noch ein Stückchen besser, als ihr letztes Jahr wart? Ich glaube, dass natürlich sind auch noch viele wichtige Positionen, glaube ich, auch dazugekommen. Wenn man jetzt einfach mal Engel nimmt, der jedes Spiel irgendwie treffen kann. Und ja, die Mannschaft vom letzten Jahr hat sich dann nochmal ein bisschen gefestigt, nochmal mehr eingespielt und es funktioniert einfach gut, ne? Also das ist schwer zu beurteilen, irgendwas Schlechtes da jetzt gerade zu finden. Gibt's eigentlich nicht. Ja. Jetzt hast du ja, Timo, hast du auch eine Frage? Nö, ich höre hier gespannt zu. Du kennst mich doch, ich bin ja nicht so der Moderator. Ja, der Saui sag ich schon. Der Timo kommt immer richtig raus, wenn die Fanfragen kommen. Dann wird er richtig aktiv. Das kommt am Ende. Ich enthalte mich. Ist ja nicht unsere Sendung, ist Sauis Sendung, von daher. Richtig, darum geht's. Und du hast jetzt mit Sandro Plechati ja jemanden, Ex-Schalker darf man gar nicht sagen eigentlich. Oh, jetzt habe ich das Wort auch noch in den Mund genommen hier im Podcast. Strafe für mich, 2 Euro für einen guten Zweck mindestens. aber einen Konkurrenten, der ja schon einen sehr ordentlichen Ball spielt, muss man sagen, eine gute Saison spielt. Wie ist so euer Verhältnis? Wie siehst du ihn so? Wie bewertest du so sein Spiel? Und ja, wie schwer wird's, sage ich mal, da vorbeizukommen? Ich kenne Sandro jetzt auch. Wir haben früher in Dortmund zu 17 Zeiten schon zusammen gespielt. Ich muss echt sagen, er macht es überragend auf der Position.
Wirklich, er macht es richtig, richtig stark. Und für mich geht es jetzt erstmal darum, richtig fit zu werden. Darum mache ich mir jetzt gerade noch nicht so richtig Gedanken. Ich will erstmal wieder bei 100% irgendwie angelangen und dann einfach schauen, was kommt. Und im Endeffekt, ich will am Ende aufsteigen. Wie viel ich dann spiele noch, ist mir eigentlich auch wurscht. Hauptsache man steigt auf. Hauptsache, das klappt und wir können die Party machen, ne? Ja, hoffentlich. Also, ich sag dir eins, also wenn das passieren sollte und Corona-technisch ist das möglich, also dann da kippen wir uns richtig ein hinter die Definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn der Timo dann vielleicht dann auch von seinem Spiel kommt und kein negatives Erlebnis hatte, dann kann er, glaube ich, auch noch dazu stoßen und wird dann mit Sicherheit herzlich empfangen an der Hafenstraße. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich reiche einen gelben ein, das ist einfacher. Kann ich mir vorstellen, Junge, kann ich mir vorstellen. Nee, wie du auch gerade sagst, ne, Saui, Aufstieg ist natürlich das Ziel, glaube ich, dieses Jahr. Jetzt geht man diese geile Saison hier gerade so durch und genau in dieser Saison, wo man so den Eindruck hat, jetzt kann es endlich funktionieren beim RWE und dann schlägt man im Pokal auch noch solche Gegner, genau dann sind die Fans nicht da. Das ist schon hart. Ist eigentlich eine typische Geschichte, dass es dann ausgerechnet dann so passiert. So ein bisschen RWE-typisch die Geschichte, leider, muss man sagen. Timo wird mir wahrscheinlich zustimmen. Trotzdem hast du ja auch mitbekommen, was so vorm Stadion abgegangen ist nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt durften die Fans leider nicht so nah ran nach dem Spiel gegen Leverkusen, aber man hat sie trotzdem gehört, man hat Feuerwerk gesehen. Man hat sie ordentlich gehört, das kann man schon sagen. Okay, doch näher als gedacht. Ja, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, du bist zur RWE gekommen, du kanntest den Verein natürlich, aber ich glaube, man merkt erst, was die Fans da so bedeuten, wenn man da ist, oder? Wie ist so dein Verhältnis zu den Fans? Erzähl mal. Also ich habe ja dann in Braunschweig auch gespielt und da waren ja auch, war es ja auch immer ordentlich voll, aber es ist in Essen einfach was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, jeder im Stadion brennt für dieses Spiel und möchte, dass Rot-Weiß Essen gewinnt. Und trägt seinen Beitrag dazu. Und das ist echt, echt einzigartig. Und von der Lautstärke ist es unfassbar. Also ich muss sagen, es ist lauter als in Braunschweig. Ist das so, Timo? Ja, weil ich habe in Braunschweig noch nicht gespielt, aber wie gesagt, ich als Essener kann da natürlich oder kann den Sauri nur zustimmen. Ich glaube, wenn die Hafenstraße mal richtig brennt, dann brennt die im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich einzigartig. Also deswegen ist es auch echt, glaube ich, hart, auch für die Jungs einfach. Das ist, wenn es jetzt so gut läuft und dann jedes Heimspiel dann nicht mit den Fans feiern zu können, das tut den Jungs auf jeden Fall richtig weh. Kann ich verstehen. Also die Hoffnung ist wahrscheinlich bei allen in der Mannschaft sehr groß, dass es bald vielleicht wieder mit, sagen wir mal, wenigstens 5.000 oder so funktioniert. Ne? Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war in der Hinrunde das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2. Ja. Genau, da waren, glaube ich, mal 5.000 da. Da hat man mal kurz gesehen, was so da allein schon möglich wäre mit diesen 5.000. Ich war auch da, Gänsehaut pur. Und das war auch der letzte Tag, an dem ich ein Fußballstadion betreten habe tatsächlich, mit Fans. Und ja, mir tut es auch unglaublich weh. Ich glaube, euch auch, brauchen wir nicht drüber reden. Irgendwo spielt ja jeder Fußballer auch für die Atmosphäre im Stadion und das Ganze drumherum. Und wenn man sich überlegt, was wäre los gewesen, dich mal kurz gefragt, gegen Leverkusen, wenn Fans im Stadion gewesen wären? Boah, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Platzsturm, locker, definitiv. Ich glaube, die hätten alles abgerissen. Alles. Das wär, ja, alles. Ja. Auch wenn man dann sieht, so was da davor ja los war, das ist ja auch nicht normal, ne? Also es ist wirklich, ja, echt unfassbar. Also was für eine Wucht die Fans auch dann haben, das ist echt, echt, echt stark. Ich saß zu Hause und habe Sky geguckt und allein da war der Torjubel irgendwie schon so krass und emotional. Da habe ich echt gedacht, wow, da war gar keiner im Stadion, also war gar kein Fan da. Und du hast es gar nicht gemerkt irgendwie in dem Moment. Da habe ich gedacht, ey, krank. Also du warst in dem Moment auf der Tribüne wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, ich muss sagen, was auch, ist da passiert bei dir? Das war unfassbar. Also so auch, obwohl ich jetzt ja nicht gespielt habe, aber von den Emotionen her würde ich schon zu einem der Spiele sagen, wo ich auch selbst so bin durchgedreht. Also, das war echt, also einfach von der Gefühlslage unfassbar, weil dann liegt man zurück und das ganze Spiel ist ja irgendwie, klar hat man auch in gewissen Situationen Glück gehabt, aber dann kriegt man das 1-0 und dann denkt man sich, boah, das soll es jetzt gewesen sein und dann dreht man das Ding noch in den letzten Minuten. Ja, also Gefühlslage
Unglaublich. Ja, kann ich nachvollziehen. Wahnsinn. Also, gucken wir mal, wohin die Reise geht. Nächster Gegner jetzt Holstein Kiel. Ich glaube, Henrik hat mit Würzburg letzte Woche gezeigt, dass man die eigentlich sehr gut ärgern kann. Wenn man ein ordentliches Spiel macht, hat er, wie gesagt, ein bisschen Pech mit dem Videoschiedsrichter. Da wollten wir ja gerade nicht so drauf eingehen. Also, wenn ich es nochmal eben sagen darf, viele haben sich wahrscheinlich gerade auch schon gedacht, boah, sag doch mal was. Ich sag's jetzt, was für eine Scheißverarschung. Unfassbar. Also, wie man sowas nicht so in zwei Spielen solche Szenen nicht sehen kann, unfassbar. Aber wollen wir nicht drauf eingehen, ist nicht das Thema jetzt. Man hat es gesehen, man kann Holstein Kiel schon, denke ich, ärgern. Man hat aber auch gesehen, dass Holstein Kiel Bayern München rausgeworfen hat. Sorry, vielleicht noch kurz zum Abschluss vom DFB-Pokal-Thema. Wie sind da die Chancen? Also, ist genauso ein schwieriges Spiel wie gegen Leverkusen eigentlich auch, oder? Ja, man muss ja schon sagen, also Kiel spielt in der zweiten Liga oben mit, hat noch die Möglichkeit, auf jeden Fall auch aufzusteigen. Es sind immer noch zwei Ligen, die jetzt gerade irgendwie zwischen uns liegen. Ja, wenn man alles reinhaut, ja, man muss alles reinhauen und dann einfach schauen, was passiert, wie die letzten DFB-Pokalspiele auch. Dann könnte es klappen wieder. Ja, Timo, du kennst es ja auch, ne? Egal gegen wen man da spielt, du hast ja Union Berlin rausgeschmissen damals oder gegen Gladbach auch gespielt, da wart ihr auch sehr gut dabei. Einfach reingehen und genießen, oder? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, jetzt ist ja Bonusspiel hört sich mal blöd an, aber es hätte keiner gerechnet, dass man über Leverkusen drüber kommt. Und ja, warum ist jetzt nicht alles möglich? Ne? Ich glaube, so blöd es klingt, der Platz, der ja im katastrophalen Zustand ist, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Ferne, spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, habe ich mir jetzt gedacht, gegen Leverkusen, wenn du dann so viele Techniker hast in Reihen von Leverkusen. Aber man muss halt dann auch sagen, RWE hat es ja clever gemacht, wie im DFB-Pokal mit der Fünferkette. Man stand immer gut und ist, wie der Saui natürlich gesagt hat, im Moment vorne natürlich brandgefährlich mit einem Engelmann, der einfach, wenn er eine Chance hat, auch einfach trifft. Und das ist auch, glaube ich, der Unterschied zu den letzten Jahren, dass du einfach einen Torjäger hast, wo du weißt, hör mal, wenn wir hinten nichts zulassen, dann wird eh ein Tor machen und dann gewinnen wir das Spiel. Sorry, Finale Rot-Weiß Essen gegen Borussia Dortmund. Was machen wir denn dann? Ja, müssen wir sagen, Rot-Weiß. Auf jeden Fall. Ja. Du sowieso, ist ja klar. Timo auch. Also für mich kann der Tag nur gut werden. Ist eigentlich Mist, eigentlich dann, ich will nicht sagen Wumpe. Aber du kannst nur gewinnen. Das wäre so ein geiler Tag, wenn man da noch ins Stadion dürfte. Ich würde mich, glaube ich, in die Mitte setzen, ohne Trikot ausnahmsweise, und würde einfach genießen und mir das anschauen. Und dann am Ende so oder so feiern. Also das wäre schon ein Sechser im Lotto, muss ich sagen. Ja, gucken wir mal. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen und gucken mal, wohin die Reise geht. Also wie gesagt, wenn das Märchen jetzt immer noch nicht vorbei sein sollte gegen Kiel, wir lassen uns mal überraschen, dann, das wäre unglaublich. Muss man wirklich so... Ja, da kriegt man das Grinsen noch nicht weg, keine Frage. Jetzt haben wir viel über deine Verletzung gesprochen, natürlich schon. Du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, bei den Fanfragen kamen allein, glaube ich, 10-mal, wie geht's dir, wie sieht's aus, wie es geht, wissen wir jetzt alle, hat sich heute sehr gut angehört. Drücken alle natürlich die Daumen, dass das so bleibt und jetzt weiter bergauf geht. Was du dir für die Saison noch vorgenommen hast, wurde auch sehr oft gefragt, das haben wir eigentlich auch schon geklärt. Du hast ja gesagt, ne, also dir ist es eigentlich nicht egal, aber du willst einfach fit werden, du willst dabei bleiben, am Ball bleiben und alles andere ergibt sich von selbst. Ne? Deswegen, Timo, ich übergebe jetzt feierlich an dich. Wir können starten mit den Fanfragen. Ja, endlich hast du was zu tun. Danke, danke, danke. Deswegen bin ich auch hier nur angestellt. Ne? Ja. Nein, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich wurde ja das meiste schon... beantwortest, wie das mit der Verletzung ist und wie du deine Rolle jetzt noch siehst. Eine coole Frage, die jetzt nicht auf dem RWE abzielt, ist, ob du den Rasen aus dem Stadion Rote Erde vermisst. Ich glaube, alle Spieler, die schon mal dort gespielt haben, wissen, worauf die Frage abzielt. Oh, besser auf Sand spielen schon, ey. Ja. Also eigentlich kann man einmal den Begriff Rasen gar nicht in den Mund nehmen dafür. Kann man nicht, ne? Das ist echt scheiße. Aber irgendwie habe ich es auch geliebt, muss ich sagen. Da konntest du schon, ich fand es schon immer, danach sahst du halt aus, als hättest du richtig geackert. Und das hat mir auch gefallen.
Hat aber auch ein geiles Feeling, wenn du da einläufst, läuft, glaube ich, Hells Bells immer noch. Genau. Und dann kommst du auf den Platz raus und dann hast du so einen schönen Acker. Links dann die Ultras, die dann meistens richtig Bock hatten und einen heiß gemacht haben. Das war schon irgendwie geil, da zu spielen. Ne? Also so, ich finde, das ist auch ein sehr altes Stadion. Ne? Ein schönes Stadion, finde ich auch. Dann hat man daneben, schau mal da auf den Signal Iduna Park, irgendwie hat es schon einen gewissen Flair auf jeden Fall. Mhm. Ich kann mich an letztes Jahr noch erinnern, haben wir in der 90. Minute, glaube ich, noch in Dortmund das 1-0 gemacht. Da waren, glaube ich, auch 2000 Essen-Fans mit. Das war echt richtig, richtig geil. Hat schon Bock gemacht. Das glaube ich. Also ich war ja auch schon unglaublich oft in diesem Stadion, ob es jetzt privat zum Spaß war oder wegen der Arbeit. Ich glaube, man hat sich im Signal Iduna Park umgezogen und dann ist man rübergegangen. Das war immer so der krasse Unterschied, den man dann plötzlich hatte. Ne? Für 2 Minuten dachte man, wir würden Bundesliga spielen und dann ging es rüber. Ja, das ist geil. Schön, haben sie dich verarscht, ey. Scheiße. Ja. Du da, denkst du, geil, jetzt falsche geht's Abbiegung. Los. Ja, einmal genau. Die falsche Abbiegung genommen. Leider nicht den Tunnel runter, sondern wieder zurück da Richtung. Genau. Richtung Bus, ne? Und dann andere Seite. Auf der Kuhwiese dann. Ja, genau. Timo kennt das auch. Der hat ja, auch und die Kabinen im Stadion Rote Erde sind ja auch eher so wie so in so einem Schwimmbad, wenn du da reinkommst mit den ganzen genau, ja. Kacheln und so. Ne? Das ist geil, Timo. Jetzt können wir einen Vergleich ziehen. Welche Kabinen sind schlimmer? Die im alten Georg-Melche-Stadion oder die in der Roten Erde? Nein, also wie gesagt, als Auswärtsmannschaft im alten Georg-Melche-Stadion. Ja. Warst du da schon mal in der alten Kabine? Nee, nee, sorry, nicht. Nee. Ne? Also ich sag euch, also das ist legendär, aber da kam der Schimmel runter und da ging, glaube ich, nur eine Dusche. Da waren nur Holzbänke, aber die Kabine war, da konnten sich auch nur 11 Leute umziehen, ne? Muss man sagen. Also die war echt krass. Hat nach Fußball gerochen, da, ne? Ja, und nicht nur nach Fußball. Ich kann mir vorstellen. Ey, da musst du mal überlegen. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, da haben ja auch so Mannschaften wie Bayer Leverkusen oder der HSV im Pokal damals gespielt. Da war so ein Wörser Kompanie, der dann bei Man City jahrelang gespielt hat. Wenn der sich da in der alten Hafenstraße in der Auswärtskabine umziehen musste, hat der auch gedacht, was ist denn jetzt los, ne? Ja, nein, das war echt, echt mega geil. Und vor allen Dingen bist du dann den Spielertunnel lang gegangen und dann waren die Fans, da war ja in der Haupttribüne noch so ein Vorplatz, würde ich das mal sagen. Und dann haben die halt auch gegen den Tunnel gehauen. Ja, also wie gesagt, das war schon eine coole Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Anders oder eine andere Zeit, ist besser gesagt. Das ist geil, das ist geil. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Trikotkiste Berge-Borbeck fragt. Saui, gibt es einen Bezug zu deiner Trikotnummer 31? Und nachträglich kommt dann noch die Frage an Timo. Und Timo, warum trägst du eigentlich immer irgendwas mit einer 6 drin? 6, 26, 16. Das können wir mal beide ein bisschen ausholen. Fang du an. Ich weiß es nicht. Ich bin ja relativ spät dann im letzten Sommer dann nach Essen gekommen. Ich hatte eigentlich eigentlich immer die 20 gehabt oder 23. Gerne die 10 gehabt. Den Anspruch wollte ich da nicht stellen. Und die Binde, nur mit Binde und mit 10. Sonst komme ich nicht. Genau. Nee, und dann irgendwie, ich weiß nicht, 31 war noch über. Dann habe ich die genommen. Aber bin ich auch zufrieden mit. Finde ich eine gute Nummer. Das ist gut. Weiß man, dann hätte jetzt irgendwie sein können, dass deine Freundin am, weiß ich nicht, 31. sowieso Geburtstag hat oder so. Nee, so einen richtigen Bezug zur Nummer habe ich jetzt nicht. Nee. Timo, du mit deiner 6? Boah, ich bin damals auch aus der Jugend von den Blauen dann damals an die Hafenstraße gekommen. Und da war, glaube ich, der Thomas Strunz am Werk, der legendäre Thomas Strunz. Und da durfte ich mir keine Nummer aussuchen, sondern habe die 46 gehabt. Auch eine super Nummer natürlich am Anfang, aber wie gesagt, als frisch gebackener, in Anführungsstrichen, Profi hat man sich ja einfach nur gefreut, dass man dabei sein durfte. Ja, und dann wurde es irgendwann die 6 und dann auch damals in Aachen die 6. Wie gesagt, beim HSV hatte ich die 14, in Österreich die 5, aber jetzt auch wieder die 6 und die 16. Ja, es hat mir eigentlich immer mehr oder weniger Glück gebracht und ich finde die Nummer cool, die passt auch zu mir, kein Techniker, eher ein Holzer, von daher ist das schon gut. Deswegen trage ich nicht die Nummer 10. kein Bälleverteiler, kein Messi. Genau, kein Messi. Geil, geil. Ja, hier fragt noch jemand, ob dir die tägliche Motivation für die Reha durch die Monotonie des Alltags aufgrund von Corona schwerer gefallen ist. Sprich, hast du irgendwie gemerkt, dass du ja ohnehin, wenn man schon nicht Fußball spielen kann, jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, gesackbeutelter ist, dadurch, dass man nicht mal was essen gehen kann oder so? Ja, klar spielt das so ein bisschen rein, ne? Also es wird schon gut tun, irgendwie dann
so den Tag dann irgendwo nochmal ausklingen zu lassen oder mal irgendwo was essen zu gehen. Aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich halt die Möglichkeit hatte, jeden Tag zur Reha zu gehen, weil ich muss ja viel auch im Fitnessstudio dann machen und eigentlich sind ja durch den Lockdown auch viele oder jedes Fitnessstudio zu. Deswegen hatte ich eigentlich das komplette Fitnessstudio für mich allein. Und das hat mir auch so natürlich Struktur dann gegeben, ne? Also ich habe dann, klar, ich war dann nicht bei der Mannschaft, aber ich habe halt trotzdem jeden Tag Training gehabt in der Reha, 4-5 Stunden am Tag und deswegen war es echt gut. War schon eine Routine dann irgendwie, ne, für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und sonst freizeitlich, wurde es ein bisschen gepflegt zu Hause? gehabt? Kochen und so, war schon drin, oder? Ja, nee, ich muss sagen, ich war meistens dann von 8 bis 13 Uhr, 13:30 dann in der Reha und man muss ja den Tag ja trotzdem noch ein bisschen füllen, ne? Ich muss sagen, die letzten Monate habe ich mich schon ordentlich an der Kochplatte dann auch ausprobiert und habe das eine oder andere Menü dann auch hier auf den Tisch gezaubert. Ah, Spaghetti Bolognese. Ja, genau. Tiefkühlpizza gab es auch noch dazu. Ich wollte gerade fragen, was wurde so gezaubert? Hast du irgendein Gericht für dich entdeckt in der Zeit, wo du sagst, geil, hätte ich vorher nicht gemacht oder gab es da nichts? Ich muss jetzt sagen, so richtig Qualität an dem Kochfeld ist da jetzt auch nicht vorhanden. Ne? Klasse. Also, klasse. Da wird halt viel Wert auf einfache Küche gelegt. Ja. Sehr, sehr charmant aus der Affäre gezogen. Timo, hast du noch was? Sonst, nee, hast du noch eine? Weil, wie gesagt, die meisten Fragen wurden ja schon beantwortet, ne? Ja, ich habe hier noch so zwei Sachen, die ein bisschen weiter unten sind. Muss man ein bisschen scrollen. Und zwar habe ich noch gefunden vom Tim 1907. Was war bis jetzt dein geilstes Spiel im RWE-Trikot? Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Ich muss sagen, wirklich, das Dortmund-Spiel kommt jetzt direkt in den Sinn. Ich kann mich noch an Uerdingen erinnern, im Pokal. Da waren auch, glaube ich, 12.000 im Stadion, als wir dann Uerdingen geschlagen haben. Ich erinnere mich. Das sind jetzt so die Spiele, die mir jetzt so direkt auf Anhieb irgendwie einfallen. Aber sonst viele, viele geile Momente auch schon gehabt. Wirklich, muss ich schon sagen. Jetzt seit einem Jahr jetzt ja nicht mehr so richtig gespielt, aber davor schon viele geile Momente auch gesammelt. Glaube ich. Ja, wird wieder Zeit jetzt. Ne? Wird wieder Zeit. Ja, auf jeden Fall. Geile Frage, wenn man bedenkt, dass du heute ins Training eingestiegen bist von Robin Menke. Wie macht sich Steven Leverenz im Training? Den kannst du jetzt anhand eines Tages wahrscheinlich beurteilen. Nee, kann ich nicht zu sagen, aber ich glaube, dass er, ich habe ihn kennengelernt jetzt und ist auch ein richtig guter Junge, der gut, glaube ich, in die Truppe einfach auch reinpasst. Der wird uns auf jeden Fall auch weiterhelfen. Bester Kollege aus dem Team? Fragezeichen. Ich muss sagen, ich bin mit echt vielen, vielen irgendwie gut befreundet. Mit dem Hildebrand. Hildebrand, muss ich sagen, bin ich schon richtig dick. Wir machen auch viel privater noch und genießen so das Leben und Essen. Ne? Hey, Hildebrand ist doch auch sehr gut mit dem Felix, glaube ich. Also dann, genau, ja, da schließt sich der Kreis dann. Ne? Ja, hab ich auch schon so mitbekommen. Also nach Corona müssen wir dann vielleicht da mal... Kleinen Vierertrupp nach dem Spiel, nach dem erfolgreichen Spiel abends in Rüttenscheid draus machen. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du mich immer anrufen. Weiß ich doch, Junge, weiß ich doch. Ja, sehr schön. Und zu guter Letzt noch die alles entscheidende Frage vom Fabian. Wie sieht es denn vertraglich bei dir so aus? Hast du da irgendwelche Überlegungen? Denkst du, es geht vielleicht über den Sommer hinaus? Was glaubst du? Ja, ich weiß nicht, also wie schon vorhin auch irgendwie gesagt, ich muss einfach fit werden erstmal. Und über die ganzen anderen Sachen mache ich mir jetzt echt noch keine Gedanken gerade. Ich will wieder richtig bei 100% sein, richtig gesund sein, Fußball spielen und dann schaut man, was danach kommt. Das ist so, wie wenn Edin Terzic immer sagt, mich interessiert nicht, was im Sommer passiert. Aber nein, ich kann es natürlich vollkommen... Phrasenschwein, ne? Eigentlich 2 Euro genau. Rein, ne? Eigentlich ja. Aber ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen, weil alles andere ist auch einfach gerade unwichtig. Wenn man so lange verletzt war, dann ist man froh, wenn man endlich wieder vor den Ball treten kann. Ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall. Voll, auch gerade so, das ist jetzt echt ein langer Zeitraum gewesen und
dann schätzt man das nochmal anders. Wirklich dann auch irgendwie das beruflich machen zu dürfen, ist schon was Besonderes, wirklich. Ja, und dementsprechend wichtig, dass man dann auch fit ist. Deswegen, wie gesagt, also nochmal von ganzem Herzen, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es so bleibt, dass du noch diese Saison für dich deine auch persönlichen Erfolge feiern kannst. Ich denke mal, dann irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen und dann ein Pflichtspiel zu bestreiten, wird, denke ich, das nächste große Ziel dann sein. Und ja, dann gucken wir mal, ob das vielleicht gegen Holstein Kiel in der 90. Minute dann... Zum Flugkopfball setze ich daran. So ganz, ganz typisch für dich, ne? Ganz typisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich wollte gerade sagen, als Kopfballungeheuer, ich habe ein paar Spiele von dir gesehen, hatte ich dich jetzt nicht so in Erinnerung. Viel mit Auge, viel mit Auge. Ja, Timo übrigens auch nicht. Aber muss man jetzt sagen, der Timo hat eins seiner wichtigsten Tore dann aber mit dem Kopf damals gemacht, ne, Timo? Gegen Union. Aber da habe ich ja noch eine schnittige Frisur gehabt. Ich glaube, daran lag das, nur der andere nicht. Schön mit der Strähne verlängert, ne? Ins ja, Lange sozusagen. Ecke. So dieser David Beckham, so alles wie so ein Dreieck nach oben. Ja, ja. Ich finde das sehr geil, Timo, was du hast mir letzte Tage erzählt, aber ich glaube, das können wir hier ruhig sagen. Du hattest dem Thorsten Matuschka mal geschrieben und der hat plötzlich... Ich nicht, er hatte mir geschrieben. Er hat dir sogar... Ah, Entschuldigung, Timo. Ja, deswegen, ich habe da irgendwie so ein Interview von Thorsten Matuschka gesehen und da ich als, in Anführungsstrichen, Influencer, weil ich ja so viel poste, das mal geteilt habe, weil für mich Thorsten Matuschka einfach ein überragender Typ ist und, glaube ich, noch ein echter Kerl, der auch frei Schnauze ist und auch coole Ansichten und Perspektiven über das Fußballgeschäft erzählt hat. Deswegen kann ich das jedem nahelegen, auf YouTube einfach mal Matuschka eingeben. Ja, und wie es so war, auf einmal hat er mir geschrieben. Und da haben wir so ein bisschen hin und her getickert. Und damals haben wir die Union Berlin rausgeschmissen. Und ich habe in der Tat in meinem Büro oder in unserem Büro hier ein Foto mit Thorsten Matuschka, wo ich das Tor mache und zum Jubeln gehen und Thorsten Matuschka sich umdreht. Und das habe ich ihnen halt geschickt und dann haben wir halt noch ein bisschen gequatscht. Aber wie gesagt, das zeigt einfach nur, dass ja, er einfach auch ein geiler Typ ist, ne? Ja, fiel mir gerade beim Thema Union Berlin nämlich ein, weil Matuschka ja schon eine Union Berlin-Legende ist, muss man ja sagen. Also geiler Typ und ja, so Leute fehlen heute immer mehr leider im Fußball, finde ich. Findet ihr wahrscheinlich auch. Ja, Saui, zu guter Letzt gehört unserem Gast natürlich immer, wie man so schön sagt, das letzte Wort. Und es war erstmal hat es unglaublich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch die Überraschung mit HB39 hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. HB39. Dann hört sich an wie so eine Zigarettenmarke, oder nicht? Ja. Marlboro Gold ja auch, und HB39. Der hatte doch HB39.de, kennt ihr das nicht? Der hat doch seine eigenen Supplements hat er vertrieben, der Junge. Und dann hieß die Seite HB39.de. Und ich werde nie vergessen, wie wir irgendwo auf Mallorca in der Sommerpause saßen in irgendeiner Kneipe und er kommt rein und wir haben vorher alle Leute vorbereitet. Und ganz viele Leute haben dann gesungen, HB39. Und der Junge guckte nur und sagt, was ist denn hier los? Und seitdem ist irgendwie HB39 immer noch sein Spitzname. Und er trägt ja auch immer noch die 39. Passt das ganz gut. Ja, das ist schon ein paar Jahre, ne? Ja, er hat die beim BVB bekommen, so, ne, weil genau wie du war nichts anderes mehr übrig. Hat er sich gedacht, komm, die 39, die ist noch näher an der 10 als die 58 oder so. Dann nimmst du die. Und die hat er dann irgendwie, war immer sein Markenzeichen, hat er immer behalten. Und ja, ich habe gehört, der BVB sucht ab nächster Saison wieder einen guten Torwart, vielleicht auch einen guten zweiten Torwart. Hast dich also, beworben, oder was? Ja, ich selber jetzt. Kannst du nochmal angreifen? Ich sag's ja in jeder zweiten Sendung, Timo, aber wenn ich Torwart gewesen wäre, ne, dann wäre ich auch Profi geworden. Als Feldspieler war da leider keine Schnitte. Aber mit 1,90, 1,91 sogar, hätte es vielleicht mit dem Tor, ich bin auch ein bisschen breiter, hätte das echt klappen können. Also ich jetzt lass den Saui doch mal hier deinen Abschluss machen, ey, bevor du wieder von dir schwärmst. Erzähl mir ruhig weiter. Ich hab halt so die Weidenfeller-Statur, würde ich mal sagen. So, nee, aber schön, dass wir nochmal auf HB gekommen sind, Saui. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Ist nicht selbstverständlich. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr viele Anekdoten. Timo, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht und auf eine gute Restsaison, würde ich noch sagen. Ne? Dann schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen. Bleib gesund, Saui. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste.
fit bleiben, Junge, und wenn du das nächste Tor machst, wollen wir einen speziellen Jubel sehen. Ne? Wenn, du meinst, wenn ich das erste mache? Ach ja, ja, das erste, ja, genau. Bist du genauso torgefährlich wie ich, oder was? Also ich würde sagen, es gibt Leute mit besserem Torriecher bei uns in der Mannschaft. Schönes Schlusswort. In dem Sinne, danke, Saui. In dem Sinne, nur der RW. Macht es gut. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.